Agrar, internationale Landwirtschaftsausstellung der DDR in Leipzig-Markkleeberg. Die Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung der Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft spiegeln sich im Angebot der komplexen Maschinen- und Transportsysteme als effektives Rationalisierungsmittel auf der Agrar wider. Fahrzeuge dem IFA-Automobilwerk Ludwigsfelde tragen wesentlich zur Rationalisierung des Transportwesens auch in der sozialistischen Landwirtschaft bei. IFA W50 Lastkraftwagen in vielen Varianten für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Zuverlässig, rationell und ökonomisch, das sind die Kennzeichen dieser Fahrzeuge. Der Zweiseitenkipper mit Allradantrieb ist eine zielgerichtete Entwicklung für die sozialistische Landwirtschaft. Kipphydraulik und automatisches Öffnen der Bordwände verkürzen die Umschlagzeiten und steigern die Arbeitsproduktivität. Er ermöglicht durch seine wirksame Transporttechnik die fortschreitende Anwendung industrieller Produktionsmethoden. Bei schwierigen Wegeverhältnissen entspricht der Allradantrieb mit Differentialsperre an beiden Triebachsen den derzeitigen Erfordernissen der modernen Landwirtschaft. Effektive und schnell fahrende Vollerntemaschinen wie der E512 fordern eine ihrer Druschleistung angepasste Transportkette. Der Einsatz des IFA W50 Zweiseitenkippers mit 850 mm hohen Bordwänden entspricht weitgehend diesen Forderungen. Denn das Verhältnis Nutzmasse-Ladevolumen in Verbindung mit einer Transportgeschwindigkeit von 75 km pro Stunde sichert einen schnellen, tonnagegerechten Transport von Schüttgut mit geringem spezifischem Gewicht. Der verbindungsweiche Rahmen des IFA W50, Teleskopstoßdämpfer an der Vorderachse, Zusatzfederung an der Hinterachse und 300 mm Bodenfreiheit durch eine besondere Achskonstruktion garantieren gute Geländeeigenschaften. IFA W50, Zweiseitenkipper und Mähdrescher E512 im Komplex. Das bedeutet moderne Ernte- und Transporttechnologie mit hoher Arbeitsproduktivität auf großen Flächen. Bei der konstruktiven Gestaltung des Fahrerhauses wurden ein hoher Grad von technischer Sicherheit und wesentliche Merkmale des Arbeitsschutzes erreicht. Dazu gehören blendfreies Armaturenbrett mit gut zugänglichen und übersichtlichen Bedienungs- und Kontrollinstrumenten, zugfreie Entlüftung und so weiter. Damit ist hinter dem Lenkrad des IFA W50 auch ein attraktiver Arbeitsplatz für die Frau in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft im Angebot des Frauenarbeitsplatzkataloges. Mit den IFA W50 Landwirtschaftsvarianten leisten die Werktätigen des VEB IFA Automobilwerkes Ludwigsfelde ihren Beitrag zur weiteren Stärkung unserer Republik. Der Zweiseitenkipper im kombinierten Einsatz mit modernen Vollerntemaschinen ist fester Bestandteil eines Erntekomplexes. Die Druschsatzleistung eines Mähdreschers von 20 Hektar je Maschineneinheit und Tag kann nur in der Kombination mit einem schnellen Fahrzeug zum Körnertransport voll genutzt werden. Zwei Seitenkipper und Kipphänger als Transporteinheit mit 9,7 Tonnen Nutzlast erfüllen diese Bedingung. Dieser Zweiseitenkipper mit Hänger, der auf der Agrar 1968 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde, ersetzt 2 bis 3 Traktorzugeinheiten.
Das bedeutet geringere Transportkosten und Freisetzung von Arbeitskräften für andere Aufgaben. Der 125 PS Viertakt-Dieselmotor verleiht dem Fahrzeug in jeder Situation die erforderliche Energie zur Bewältigung der gestellten Transportaufgaben. Die Differentialsperre ist für beide Triebachsen einzeln oder gleichzeitig zuschaltbar. Steigungen und Gefällstrecken von 55% sind kein Hindernis. Bei Fahrten quer zum Hang verliert das beladene Fahrzeug nicht an Fahrstabilität. Dadurch wird ein weiteres Gebiet für den Einsatz des Wagens erschlossen. Die leichtgängige Lenkung der W50 Allradtypen wird durch die hydraulische Lenkhilfe unter diesen Bedingungen besonders wirkungsvoll. Zurzeit werden im Bereich der Landwirtschaft und Nahrungsgüterindustrie jährlich rund 280 Millionen Tonnen Güter transportiert. Diese Menge nimmt von Jahr zu Jahr zu. Bis 1980 ist eine Steigerung um 40% zu erwarten. Rationalisierung durch Automatisierung, besonders der B- und Entladevorgänge, ist eine der Möglichkeiten, um die Transportleistungen zu steigern. Entsprechend den Forderungen des 10. Bauernkongresses zur weiteren Steigerung der Transportleistung entwickelten die Automobilbauer in Zusammenarbeit mit dem Institut für Landtechnik die Allradvariante LAZ mit 2 Seitenkippaufbau. 850 mm hohe Bordwände gewährleisten eine Transportraumausnutzung bei Getreide um 70-100%. Niederdruckreifen erweitern die Einsatzmöglichkeiten des Fahrzeuges bei schwierigen Bodenverhältnissen und im wegelosen Gelände durch Verringerung des Radschlupfes. Die Fahrwiderstände werden um 25-60% je nach Bedingungen verringert. Die Steigerung der freien Zugkräfte gegenüber Hochdruckbereifung kann bis zu 100% betragen. Wesentlich ist weiterhin die geringere Bodenverdichtung beim Befahren landwirtschaftlicher Flächen und damit weitgehende Erhaltung der Bodenstruktur. Eine veränderte Anhängekupplung und der verstärkte Rahmenschluss Querträger lassen eine Bruttoanhängemasse von 16 Tonnen zu. Kombiniert mit dem Kippanhänger HW80 beträgt die Nutzmasse fast 13 Tonnen. Der Arbeitsplatz am Lenkrad aller IFA W50 Varianten bietet wesentliche Erleichterungen, die es auch einer Frau ermöglichen, einen solchen Lastkraftwagen zu führen. Trittsicherer Einstieg, ermüdungsarme Sitzkonstruktion mit Anpassung der Stoßdämpfung an das Körpergewicht des Fahrers. Serienmäßig eingebaute Hydrolenkung und Warmwasserheizung sind weitere Merkmale. 4.351 Kilogramm Nutzmasse und eine Transportgeschwindigkeit von 72 Kilometer pro Stunde gewährleisten einen effektiven Einsatz. Im Lastzugbetrieb mit dem 8-Tonnen-Hänger HW80 bei rund 22 Tonnen Gesamtmasse beträgt die Steigfähigkeit im vierten Straßengang rund 5%, während im ersten Geländegang bei Zuschaltung des Allradantriebes rund 30% erreicht werden. Kupplung und Wechselgetriebe des IFA W50 Landwirtschaftsausführung sind für harte Beanspruchungen im Geländebetrieb ausgelegt. Bei zweckmäßigem Einsatz des Allradantriebes mit der Differentialsperre an Vorder- und Hinterradantrieb lassen sich oftmals im wegelosen Gelände eingetretene Fahrsituationen wie hier meistern. Im Prinzip geht das so. Wenn der Fahrwiderstand an 4 Rädern unterschiedlich ist, erfolgt eine Lastenmomentverteilung im Verteilergetriebe und setzt die Kraft an der erforderlichen Stelle an, das heißt an dem Rad mit dem größten Widerstand für die größte Kraft wirksam. Dem hohen Standardisierungsgrad der gesamten IFA W50 Baureihe entsprechend steht eine weitere Variante auf dem Fahrgestell der Allradzugmaschine aufbauend,
Die LAZ mit Schwerhäckselaufbau für den Grün und Welkentransport mit einem Transportvolumen von 17 Kubikmetern zur Verfügung. Auch in der Hackfruchternte wird durch den Einsatz neuer bzw. weiterentwickelter Systemlösungen, das heißt mit aufeinander abgestimmten Maschinen und Transportsystemen, rationalisiert. Dem Transport der Erntegüter unter Ausnutzung hoher Transportgeschwindigkeiten mit einem großen Transportraumangebot werden die entsprechenden IVW-50-Varianten in Kombinationen mit entsprechenden Anhängern der Zeit gerecht. Zweckmäßige Konstruktionen gestatten einen vielseitigen Einsatz der IVW-50-Landwirtschaftsvarianten. So lässt sich mit wenigen Handgriffen der Zweiseiten-Kippaufbau für den Sacktransport umrüsten. Bei der Untersuchung nach höchster Effektivität der Transporttechnologien im Bereich der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft gibt es bereits aufschlussreiche Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Hören Sie dazu nachfolgend Professor Mürell vom Institut für Landtechnik an der Hochschule für landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften in Meißen. Wie umfangreiche von uns durchgeführte Versuche zeigen, wird der Lastkraftwagen mit Einführung der neuartigen modernen Maschinensysteme 50-60% der gesamten Transportarbeiten der landwirtschaftlichen Betriebe und im Wesentlichen alle Transportarbeiten der Betriebe der Nahrungsgüterwirtschaft ausführen. Während Lastkraftwagen bisher hauptsächlich nur zu typischen Straßentransporten eingesetzt wurden, sollen sie in Zukunft auch verfahrensgebundene Transporte mit übernehmen. Zu diesen verfahrensgebundenen Transporten zählen solche wie der Grünhäckseltransport vom Häcksler zur Siloanlage oder der Gülletransport von der Großanlage der Bierproduktion zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Ausführung des LKW als Sattelschlepper vom Typ W50 LAZ ist hauptsächlich für Spezialtransporte wie für den Milch- und Lebenviehtransport und ähnliche vorgesehen. In technischer Hinsicht ist es notwendig, dass die Lastkraftwagen mit Allradantrieb, Differentialsperre, Niederdruckbereifung der Abmessung 16-20 für ganz schwierige Einsatzfälle mit Reifendruckregelanlage und schließlich für die meisten Schiffsguttransporte mit Zweiseiten-Kippritsche bereitgestellt werden. Die Zweiseiten-Kippritsche bringt gegenüber der Dreiseiten-Kippritsche wesentliche Vorteile, und zwar durch die besseren Bedienungsmöglichkeiten, die höhere Auslastung der Fahrzeuge und die um etwa 30% geringeren spezifischen Transportkosten. Für die Auswahl der verschiedensten Varianten des W50 muss die Einsatzsituation im jeweiligen Betrieb zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. Unsere umfangreich durchgeführten Untersuchungen lassen eindeutig erkennen, dass mit den Lastkraftwagen-Transporteinheiten die Transportarbeiten wesentlich ökonomischer durchgeführt werden können als mit Traktoren-Anhänger-Transporteinheiten. Die nachfolgenden Grafiken zeigen eine Übersicht der wesentlichen Bewertungsaspekte. Als Wertungsgrundlage diente das Gebiet der Lommatscher Pflege. Die Untersuchungen gehen davon aus, dass optimale Lösungen auch im landwirtschaftlichen Transport nur durch komplexe Planungen gefunden werden. Eine schnelle Steigerung der Arbeitsproduktivität erfordert in erster Linie die ständige Vervollkommnung der Maschinensysteme und der Produktionsanlagen. Thank you.
Innerhalb des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses hat der Transport mit Fahrzeugen einen entscheidenden Anteil hinsichtlich des Aufwandes an vergegenständlichter und lebendiger Arbeit. Eine Steigerung der Arbeitsproduktivität bei den landwirtschaftlichen Transportprozessen ergibt eine wesentliche Steigerung der Produktivität des gesamten landwirtschaftlichen Produktionsprozesses. Dazu abschließend noch einmal Professor Murel. Die Transportleistungen steigen je nach Einsatzgebiet beim Lastkraftwagen bis auf das Doppelte und die Transportkosten können bis zu 50% sinken. Für die sich entwickelnden Spezialbetriebe in der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft ist der LKW ein notwendiges und zu empfehlendes Transportmittel. IFA W50, Partner der Landwirtschaft. Ein Fahrzeugprogramm in vielen Varianten. Die Automobilbauer aus Ludwigsfelde sehen ihre große Aufgabe und Verpflichtung darin, neue Fahrzeugvarianten mit großer Wirkungsbreite für die sozialistische Landwirtschaft zu entwickeln. Gemeinsam mit den Landmaschinenherstellern arbeiten sie schon heute an der Lösung der Transportfragen von morgen. Technische Fortschritt und die Hinweise der Fahrzeughalter führen ständig zu Veränderungen. So ist die gezeigte Variante LAK mit Differentialsperre an der angetriebenen Vorderachse so weiterentwickelt, dass sie nicht mehr benötigt wird. Für die Kipphydraulik wird künftig anstelle eines Schraubventils ein Hebelumschaltventil eingebaut.